heute sind die Sängerknaben ein eigener Verein und werden nach den modernsten Gesichtspunkten gemanagt. Auch sind sie längst international. Sie wissen ja vielleicht, dass es sehr reizvoll ist, wenn die Domkosaken das Nussdorfer Sterndl oder die Wacht am Rhein singen. Auch die Sängerknaben sind auf solche Verbeugungen vor dem jeweiligen Gastland vorbereitet. Heute muss man Schlange stehen, um die Sängerknaben, die im Laufe ihrer Geschichte oft beinahe verschwunden wären, zu hören. Maximilian einmal eingebildet hat, er möchte auch sowas haben.